Meine lieben Erstklässler, hallo. Ich habe ein Riesenproblem. Und zwar, ich habe schon überall gesucht, aber der Rechenzug ist weg. Ich weiß nicht, wo der Rechenzug ist. Ich habe euch ja immer die Aufgaben, ihr wisst, erst voll, dann Rest. Ne, habe ich euch mit dem Rechenzug erklärt. Ich kam vom Wochenende zurück und der Rechenzug war weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist nicht auf der Seite, er ist nicht auf der Seite. Nirgendwo ist der Rechenzug zu finden. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie wir weitermachen sollen. Ich habe mich gefragt, können wir das vielleicht auch ohne den Rechenzug machen? Willkommen bei Level 4. Pass auf, der Rechenzug ist leider nicht mehr da. Der Bahnsteig ist auch nicht da. Aber was noch da ist, sind unsere Aufgabenfelder. Wir können also praktisch immer noch sehen, wie viele Kinder sind denn eigentlich im Zug schon drin, wie viele wollen noch zusteigen. Und dann machen wir das einfach, wie wir das sonst gemacht haben. Nur der Rechenzug, der wandert auch in den Kopf. Wir fangen an. Wir gucken mal als allererstes uns die Aufgabe an. 9 plus 7. Am Anfang stehen die Kinder, die schon im Zug drin sitzen. Dann in der Mitte stehen die Kinder, die am Bahnsteig stehen, die praktisch in den Zug einsteigen wollen. Wir wissen, erst voll, dann Rest. Das war unser Schaffner Herr Hase, der natürlich immer sehr darauf achtet, dass seine Regel eingehalten wird. Und das habe ich auch hier nochmal reingeschrieben. Im ersten Schritt, das ist diese Zeile, machen wir erst voll und dann den Rest in den nächsten Schritt. Wir gucken, wie viele Kinder sind im Zug drin? Du weißt, die 9 darfst du einfach übernehmen. Ja? Kannst du einfach nach unten schreiben. Ja? Und wir wollen als erstes einen Waggon voll machen. Wie viele Kinder sind noch mal in einen Waggon reingegangen? Genau. 10. Und die 10, die darfst du direkt hier mit runternehmen. Kannst dir ein bisschen Arbeit sparen. 9 plus wie viel ist gleich 10? Richtig. 9 plus 1 ist 10. Der erste Waggon ist voll. Erst voll haben wir also geschafft. Jetzt müssen wir den Rest machen. Und jetzt kommt genau das Schwierige. Jetzt musst du dir denken, okay, 7 Kinder wollten am Anfang in den Zug einsteigen. Und 1 ist schon eingestiegen. Also 7 minus 1 ist gleich die Anzahl von Kindern, die noch einsteigen müssen. 7 minus 1 ist gleich 6. 7 Kinder waren es am Anfang. 1 ist schon bei dem Schritt erst voll eingestiegen. Das heißt, 6 Kinder sind noch am Bahnsteig. Und die nehmen wir im Rest dazu. 10 plus 6, brauche ich dir nicht erklären. Ganz einfach. 16. Und du hast es geschafft. Das ist das Ergebnis. Das darfst du auch, wie immer, hier oben reinschreiben. 9 plus 7 ist gleich 16. Wenn du es nochmal überprüfen willst, kannst du gucken. Oben steht eine 7 und die zwei Zahlen, die unten drunter sind, die müssen zusammen immer die Zahl ergeben, die oben drüber steht. 6 plus 1 gleich 7 oder 7 minus 1 gleich 6. Das funktioniert also. Wir haben richtig gerechnet. Und ich habe schon gedacht, es wäre ein Problem, dass der Zug weg ist. Für dich doch nicht. Pass auf, unten in der Videobeschreibung findest du wieder Arbeitsblätter. Es sind diesmal 4 Stück. Da ist richtig viel Übungsmaterial dabei. Du kannst die alle durchrechnen, du kannst die zu Hause ausdrucken. Und ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Bis demnächst mal in der Schule hoffentlich. Tschüss!